Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, es ist Tag 2. Warte mal, du streamst doch jetzt. Ja, aber ich mache ja trotzdem auch die Aufnahme. Ja, ich bin behindert. Okay, krass. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Tag 2, ich habe Crusader gewählt. It has to be done, my friends, right? Das Highlight-Video zu diesem ganzen Folge für dich bei Maxime auf dem Hauptkanal. Nee, doch, ja, ja, ne? Ich glaube, das ist halt Zusammenschnitt. Ich glaube schon. Ich weiß noch nicht, wie ich es schneiden soll. Ja, ich weiß auch noch nicht. Aber ich glaube, es wird einfach. Bam! Ja! Nein! Du, Power! Okay, bist du ready? Also, noch ein paar Bildschirme und dann geht's los. Achso. Hallo, übrigens, das ist eine Datei, die ich aufnehme, wo ich hoffe, dass überhaupt irgendwas passiert. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank übrigens an alle, die jetzt hier sind. Hallo, grüß Gott. Ihr seht Maxim immer noch, das ist der Mann da. So, ich bin bereit. Quasi. Yeah. Ich bin ein Kreuzritter, du bist einfach nur Johnny. Hey, du musst bitte unten auch auf bereit gehen. Ist das das hier? Ja. Ah, okay. Ich kann hier nochmal laden. Oh, shit. Laden ist dumm. Sorry. Okay. Das ist auch das Game, wo ich nicht mit Tastatur spiele, sondern wirklich. Ja, ich aber auch nicht. Da muss ich dazu sagen. Okay, bist du ready? Ja, ja, komm. Wir pausieren sofort in-game, ne? Okay. Oder? Wir pausieren sofort in-game. Achso, wir pausieren nicht. Wie ist das in meinem Overlay? Ja, das sieht nicht so gut aus, ne? Overlay-mäßig ist das jetzt irgendwie nicht so. Oh, shit, der Timer. Okay. Oh mein Gott, das hat gerade übel gelaggt. Und irgendjemand schreit hier. Ist bei dir jemand gestorben? Willkommen zu Crusader, mein Freund. Hilfe! Ach so, du bist einfach zurückgeblieben, okay. Ich bin einfach witzig. So. Okay, ich muss gleich das Overlay ja mal fixen, aber das mache ich dann einfach parallel. So Leute, wer jetzt mir zuschaut, haltet euer Maul. Ja, ich kann das Spiel nicht. Okay, es ist ja gar nicht laggy. Also wirklich bei dir? Ja, der Multiplayer läuft gigasmooth. Multismooth. Uff. Jetzt ein Bomber. Naja, da muss man durch, ne? So, okay. Oh, Maxim, ja, Mann, wirklich, wir haben darüber geredet. Ich hab noch eine Waffe. Okay. Oh, shit, nein, ich bin rausgetappt. Wirklich? Ja, aber ich dachte, das ist aber gut, das ist gut, halt dein Maul. Okay, ich darf, oh, shit, ich hab den Timer nicht angemacht. Der Timer läuft aber jetzt. Okay. Starten und jetzt. Ich will nicht sagen, aber das Game ist deutlich flüssiger. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Reaktionszeit. Da bin ich mir sehr sicher. Ich würde mich natürlich auch nicht ärgern, wenn es gar nicht gehen würde, so wie es gerade aussieht. Also ich kann jetzt steht zurück zum Spiel, antwortet nicht. Ja, ich war ja rausgetappt. So. Ist ja illegal. Oh, Kanal? Shit, Alter, jetzt bin ich auch noch hier. Cola, falsche Tastatur, ja, was soll das denn? Okay, darf ich jetzt wieder spielen? Vielen Dank. Geil, danke. Okay. Wir haben nicht genügend Holz. Ja, ich muss sagen, Crusader ist, habe ich ja eben schon gesagt, ein bisschen das Spiel aus meiner Kindheit. Meins nicht. Love it. Aus Maxims nicht. Aber ich muss auch sagen, du hast ja auch mal nachgeguckt, woran das liegen könnte. Ist halt leider. Zur selben Zeit kam halt auch Warcraft raus. Das ist halt das etwas dominantere Spiel für die Menschen. So, jetzt sollte es hier allerdings alles wieder halbwegs laufen. So, der Timer läuft noch 4 Minuten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, hier Dinge zu tun. Das Ganze ist quasi. Crusader läuft über ein Beliebtheitssystem. Unsere Schatzkammer lädt sich. Crusader läuft übel smooth. Wie ihr quasi cool hier seht. Ich glaube auch Micron. Limitiert. Und ansonsten läuft eigentlich alles über ein Marktplatz-System und über ein Gold-System. Das heißt, bei dem Game ist es ganz massiv so, dass der die bessere Economy hat in fast allen Fällen auch mehr Spaß am Leben. Rücken aus. Das nennt also Leben hier. Ja, ich bin jetzt auch nicht gigaglücklich über den aktuellen Zustand. Ja, jeder hat so ein bisschen, wenn man das Ganze competitive spielt, vielleicht zeige ich das in der zweiten Runde mal. Zeige ich das in der Post-Production. Sieht das Spiel schrecklichst aus, weil es einen 10-Minuten Rush-Timer quasi gibt und. Oder teilweise 20. Also ja, die eskalieren halt richtig krass. So, und dann wird halt quasi alles auf diesen 20-Minuten-Timer ausgerichtet. Was auch tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt Sinn macht. Weil Rushen in dem Game halt echt krass ist. Deswegen haben wir uns einen 5-Minuten-Timer gesetzt. Der ist allerdings natürlich irgendwann nochmal vorbei, Gott sei Dank. Und dann wird hier natürlich nochmal das Ganze ein bisschen intensiver. Eine der Mechaniken, die man am Anfang bei diesem Spiel definitiv nicht gewohnt ist, ist, dass es kein Fog of War gibt. Das heißt, ich kann mir quasi bei Maxim sofort angucken, Alter, was baut der denn da? Alter, was macht der da? So, das sind Dinge, die halt normalerweise bei RTS-Games eher seltener der Fall sind. Ihr kennt das garantiert selber auch, wenn ihr das ein oder andere Game spielt.
Und es ist das einzige Game, wo ich nicht Symmetrie genau baue, weil es schlichtweg dumm ist, es zu tun. So, es ist einfach, es geht nicht. It's not possible. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. So, ich habe ja auch keine Ahnung. Also ich habe so eine grobe Ahnung, wie man halt Wirtschaft irgendwie was macht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, wenn du nachgucken willst, wie das Verhältnis zum Beispiel von Bäckereien zum Rest ist und so, das ist gar nicht unbedingt so einfach, das zu finden. Es gibt ja keine Wiki zu dem Game. Also es gibt schon eine. Aber doch, es gibt zu allem Wiki. Das ist so, so ist das Leben im Internet leider. Nicht leider. Ja, aber es gibt halt eine Wiki zu allen Crusader Games. So, das ist halt ein bisschen much, ne? Noch 1:30 übrigens. Ja, ich sag ja, das ist halt schnell vorbei. Das unterschätzt man halt ganz gut, ne? Ja. Das hier ist übrigens auch wie... Das ist ein bisschen absurd, dass das geht. Aber so ist es. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. So, das heißt, also, ich meine, es ist jetzt ja so schnell. Willst du nochmal 5 Minuten, oder was? Steine. Wie ist denn so dein Gefühl? Ja, können wir machen. Ich habe jetzt nämlich noch gar nicht bei dir geguckt oder so. Ja, dann machen wir einfach noch 5 Minuten. Okay. Das ist ja hier alles auch ein kleiner Mini-Testflug. Ja. Für die Crusader-Weltmeisterschaft, die ich dann kommentieren werde. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Also Crusader, okay. Wo ist denn das Eisen? Ach, das ist vor meiner Base, ja geil. Fängt ja schon mal, ganz gut an. Ja, das ist ein bisschen belastend, ne? Das wird belastend, du hast Scheiße falsch ausgesprochen. Uff. Okay. Eure Beliebtheit sinkt. Mach doch nicht diesen Brudi. Brudi! Kennst du Brudi Labbadia? Ja klar. Ich bin aber auch mit Fußball aufgewachsen, ne? Muss man dazu sagen. Ist aber Bruno, ne? Nee, Brudi. Oh, ich hab den misplaced. Oh, ist nicht so schlimm. Wir meinen Symmetriegedanken natürlich schon, aber der wird in diesen... Zeig mal, wie sind so deine Gedanken? Aha. Ich hasse dich. Okay, warum? Ja, weil du so dir Gedanken machst halt auch. Ja gut, aber ich meine, du bereitest dich ja auch auf jedes Game eigentlich intensiv vor, außer auf dieses. Also, ich könnte jetzt mal ein bisschen den Sound hier hochdrehen. Ich spiele halt normalerweise bin ich so ein... nur Soundmensch, aber hier für euch... Für euch... den Sound an. Yes. Oh shit. Der Timer läuft jetzt in die andere Richtung, das ist gut. Dann kann ich da sagen, wann 5 vorbei sind. Ja, es gibt ein paar Dinge, die quasi in dem... Also ganz viel in dem Game ist logisch, so. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Nicht alles, das muss man auch sagen. Und viele Dinge ergeben sich quasi, indem man ein bisschen darüber nachdenkt. Das Problem ist quasi, dass das Spiel allerdings auch da irgendwann aufhört. So. Also in meiner Kindheitserinnerung war halt alles einfach gigalogisch. Die Economy war cool, alles war irgendwie ausgeglichen. Aber wenn man ein bisschen deeper in diesen ganzen Genre und so drinsteckt, merkt man halt, Alter, nope. Ist es leider nicht. Ist es leider gar nicht. Ist schön. Es leider wirklich nicht. So, okay. Ja, Maxim macht da sein Ding, ich mach hier mein Ding. Man hat auch die Möglichkeit, das Spieltempo zu erhöhen. Das haben wir jetzt hier nicht getan. Aus bewährten Gründen. Wir sind beide langsam. Ich muss sagen, das hier ist manchmal so eine Geduldsfrage. Das hier sollte man eigentlich nie machen. Das Volk huldigt mich, halt dein Maul. Sag mal, bist du zu close bei mir dran, damit ich nicht mehr bauen kann? Oder bin ich einfach nur dumm? Ich bin immer noch dumm, Johnny. Hör doch jetzt auf. Ich bin dumm. Wie, hör doch jetzt auf? Surrender jetzt einfach. Maxim. Warum soll ich das denn tun? Alter, wie die schreien! Okay. So, in 2:30 geht der ganze Spaß hier los. Weißt du, wie es bei dir aussieht? Es sieht nicht gut aus. Ach, das darf man nie so negativ sehen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ach komm, Alter, du bist so ein Krüppel und du gehst genau den Weg. Okay, Krüppel ist in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen gemein, weil er wirklich... Sag mal nicht. Sag mal nicht, ne? Sag mal wirklich nicht. Tut mir leid.
Guten Morgen, eure Lordschaft. So, und das hier ist quasi jetzt die Mechanik, wie das langfristig quasi funktioniert. Das hier ist quasi das. Und da, was man dann macht, ist, man macht den hier, dann macht man den. So, noch 2 Minuten. Ja, ja, komm. Womit kann ich die? Baust du denn schon Eisen ab? Möglich? Ja, ich baue Eisen ab. Du solltest auch versuchen, Eisen abzubauen. Das wäre wichtig. Sehr gut, ne? Okay. Ja, was auch noch wichtig ist, ne? Weil es ja immer wieder ein paar Leute gibt, die dann doch das Spiel Giga 4 spielen. Ich bin natürlich auch überhaupt alles andere als ein Pro in dem Game, ne? Ich hab's ja, du dürft basically gar nicht reden. Ja. Deswegen, es kann sein, dass die. Und das muss ich auch noch dazu sagen. Es gibt eine Community, die das Spiel hart patcht, die viele der Probleme, die wir angesprochen haben, tatsächlich löst. Aber dass es das braucht, ist halt meistens das, was mir schon so ein bisschen den Kick gibt, zu sagen. So rum läuft es eigentlich nicht, ne? Eigentlich macht. Okay, krass. Oh, Alter. Alter, okay! Das ist wahre Macht, hat er gerade gesagt. Das heißt, ich bin besser als du, ne? Ja. Ich weiß nicht warum. Weil ich krass bin. Halt doch jetzt einfach deinen Mund. Ich hab doch gar nichts gesagt. Johnny, ich werde ja aggressiv. Merkst du das Spiel nicht? Okay, merkst du das Spiel nicht? Ja doch, ich merke das Spiel, aber ich merke nicht, warum du aggressiv bist. Der Berg, okay, noch 30 Sekunden, 40 quasi. Jetzt muss ich jetzt Steine kaufen, sagst du. Wäre wahrscheinlich wünschenswert. Sag mal, dein Typ ist aber nicht auf seinem Burggebäude, ne? Oh mein Gott. Ich meine, ich will da jetzt nicht. Loose! Regelbruch! Ja, jetzt ja keine Panik starten oder so, aber. Der ist da nicht gerade auf dem ersten Turret. Mein König kämpft halt immer mit! Ich will mich auch gar nicht beschweren, er darf da gerne bleiben. Das ist der Erste, der die Leiterleute darunter stößt und sagt: Verpisst euch! Ich suche so deinen Typen und denke mir: Oh, Maxim cheatet. So, das ist kein guter Cheat. So, Maxim, ab jetzt darf man Spaß haben. Ja, warte gleich. Nee, ab jetzt. Nee, warte gleich. Okay. Dann ab jetzt. Nee, warte. Okay, dann ab jetzt. Gleich. Dann aber ab jetzt. Jetzt. Warte. Jetzt? Ist buggt. Ist buggt? Ja. Okay. Warte, dann lass mich doch diesen einen Bug entfernen. Hä? Das geht nicht, Johnny. Ja, mein Freund. Okay, ja, wie kann ich dir helfen? Gegenwärtig. Was ist denn die. Also kannst du es sagen ohne. Ich versuch's gerade. Okay, ich habe nur Zeit schon wollen, halt einmal. So. Du dummes Arschloch. Ja, ich bin halt ein Mensch. Nur weil dein scheiß Ding nicht zu war. So, okay. Na gut. Ob das gut oder schlecht ist, das muss man. Wie so viele? Was? Hä? Du hast wieder irgendwas exploited. Nee. Also exploited wirklich nicht. Hä? Achso, man kann nicht nummerieren, ne? Ja, doch, klar. Mit der SRG. Hm. Alter, wie die laufen, ne? Es sieht einfach so schlecht aus. Achso, ihr lauft einfach anders als der Rest. Das ist natürlich völlig sinnvoll. Smokum, Junge. Smokum? Ich find's schön, wie deine. Oh, ey, warte mal. Was soll das denn? Gibt's das auch bei mir hier? Nee, ne? So was würdest du nicht tun. Bin zur Stelle. Meine so. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Ja, du machst da hinten Sachen, ne? Gold fließt in die Schatzkammer. Ja. Nötigen mehr Gold. Ja, und jetzt hat man im Endeffekt halt die Option, halt verschiedene Taktiken für den Angriff zu wählen und währenddessen geht es halt quasi immer noch um diesen Eco-Fight. Das heißt, das hier ist meistens die beste Variante, weil du willst quasi Güter zu besseren Gütern machen, um die zu verkaufen. Und das gewinnt im Endeffekt meistens die Schlacht. Das ist aber eine Kathedrale, wo die Leute halt echt die sind halt heiß und Flamme. Mit der Hitze kämpfen, so. Da ist halt auf jeden Fall eine hitzige Angelegenheit. Bin zur Stelle.
Das Ding ist aus Holz. Wie funktioniert denn das jetzt? Bogen gespannt. Ja, da drin ist ja Holz. Ja, die sind einfach verbrannt. Ich wüsste, wo diese scheiß Gebäude sind. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ah, Gebäude stehen in Flammen, aber da muss man jetzt auch nicht so Drama Queen-mäßig was draus machen. Sind kärglich. Wir wollen mehr. Drama, Shawarma, Alter. Ja, im Endeffekt ist es immer so ein kleiner Fight um die Eco, aber das, was man quasi machen kann, ist halt... Warte, was steht denn noch in Flammen? Ah, da steht immer noch dasselbe in Flammen. Ja, gut. Wir werden überfallen. Da ist natürlich weniger ein Problem. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? So, na gut. Und das Spiel findest du jetzt gut, oder? Ich mag das Spiel an sich, ja. Also wie gesagt, also wenn man es hart spielt, so competitive spielt, dann ist es eines der krassesten Games. Hallo, du musst ja jetzt auch nicht, ne? Gebäude stehen in Flammen, Sire. Mein Gott, können die Gebäude mal aufhören, in Flammen zu stehen? Das ist tatsächlich auf Dauer ein bisschen anstrengend hier. Morna. Ihr seid das weltgrößte Herrscher. Ja, ja, ja. Von zwei. Befindet sich auf dem Weg. Von zwei. Okay. Halbe Rationen. Das gefällt mir nicht. Ja, ob dir das gefällt oder nicht, ist im Endeffekt halt nicht so relevant. Ne? Das Ding ist, ich weiß ja nie genau, wie viele Häuser da hinten jetzt tatsächlich noch abbrennen werden und wie viele nicht. Ne? Das ist halt ein bisschen belastend. Mache da so einen Graben. Wir werden überfallen. Das ist natürlich jetzt ein unnötiges Teil. Frechheitskammer leert? Ja, ich muss ja auch arbeiten und Geld ausgeben. Ich habe eine Tunnelbaugilde gebaut. Okay. Die ist jetzt nicht unbedingt Meta. Nee. Aber kann man natürlich trotzdem bauen. Ne? Aber die sieht halt der Baumeister leider ähnlich. Ja, das stimmt leider. Johnny. Maxi. Hör auf. Da jetzt nicht diesen. Alter, deine Holzfäller fucken ja richtig ab. Du fragst ab. Auch, ja. Und deine Holzfäller sind auf jeden Fall das große... Meuchelmörder, erklimmen die Mauern, wieso schießt da keiner drauf? Ja, vielleicht gibt es da ein kleineres Problem. Ah nein, du verarschst mich doch. Alter, dein Holzfäller ist einfach fucking Hero. Ja, sehr gut. Ja, ich verstehe auch nicht, was hier gerade passiert. Ja, das ist ja auch... Hallo. Wieso ist mein Tor offen? Weil der Meuchelmörder drauf war. Ja gut, das war's dann, oder? Also ich weiß es nicht. Ich denke schon, ja. Ja, ist ein... Also, sei denn du löschst das. Sehr cool, Leute. Sehr geiles Game. Ja, Maxim. Was soll ich sagen? Ja, das ist doch gut. Okay. Komm schon hier raus. Schwachsinniger Narr. Okay. Ja, gut. Ja, aber gut. Gönn ich mir noch einen Schluck? Ihr seht es ja eh nicht, weil es laggt. So. Wieso hat er mit der Codierung da so krasse Probleme? Ja, schönes erstes Game. Tschüss. So. Ach so, ja, hier, ne? Schau doch bei Maxim vorbei. Der mag das Spiel.